Today's round of the Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship is in State Farm Stadium in Glendale, Arizona. Hi everyone, Ralph Shaheen here with the five-time Supercross champ Ricky Carmichael. The riders are about to head out onto the track for today's qualifying session. Ricky, this is a pressure-packed part of the program for the racers. Yes, Ralph. Riders and mechanics are introducing the last changes to the bikes before starting the session. These are decisive moments. Only the fastest will be able to continue on to the next stages. Ja, und somit herzlich willkommen in Glendale hier bei Monster Energy Supercross 3. Wir fahren das zweite Rennen. Wir sind derzeit auf Platz 2. Und ja, es sieht eigentlich so durchgehend mal ganz gut aus. Uiuiui, was machen wir denn hier? Schönes. Und hallo, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt hier los? Okay, ja, bin mal gespannt. Guter Start. Hier fliege ich auch noch raus. Was ich mich auch frage, ich hatte hier gerade einen Countdown von 3. Manchmal habe ich aber einen Countdown von 5. Verstehe ich auch nicht so ganz. Wieso habe ich mal 3, mal 5? Aber, okay. Egal. So, wir schauen mal, wie wir hier in Glendale klarkommen mit der 450er Maschine. Ist jetzt noch nicht so gut. Fand ich jetzt aber nicht, dass es wegen der Maschine ist, sondern einfach nur blöd gefahren. Aber, na gut, wir schauen einfach mal, was hier so geht. Ah! Fast. Bisschen zu weit. Ah, hier kommen die Sprünge aber ganz gut. Also dieser kleine Hügel am Ende. Ja, ist ja auch ein bisschen kacke platziert. Ah, das ist hier mit dieser langgezogenen Kurve. So, ich kann mich nicht entscheiden. Kleiner Hügel, großer Hügel. Ich habe den mittleren genommen. Da müssen wir gucken, wo wir da besser klarkommen. Mit dem kleinen fahren und mit dem großen am Anfang. So, Alter. Dass mich da immer hochhaut. Okay, hier Richtung Ende. Bisschen vom Gas runter. Und dann sollte das ganz gut funktionieren. Alter, Platz 10. Was ist denn jetzt los? Also ich dachte mir, dass ich schlecht gefahren bin und eigentlich ja die KI hart eingestellt ist und eigentlich die KI ja im Qualifying auch besser drauf ist. Deshalb bin ich mit Platz 10. Ah, okay. 11, 12, okay. Jetzt kommen die ganzen erstmal. Wobei im ersten Qualifying war es ja sogar so, dass wir echt ziemlich nur Platz 20 oder 19 waren. Also bin ich gar nicht so weit nach vorne gekommen. Jetzt sind wir schon 13. Es geht natürlich noch besser vom Fahren. Immer diese Sprünge. Also immer diese letzten Sprünge hier vor der Kurve. Mega nervig. Da muss ich mir ein bisschen immer drauf acht geben. So, wie komme ich hier besser? Eigentlich den kleinen und dann nehmen wir hier gleich den fetten Sprung mit. Dann werden wir jetzt auch nicht so gut reingekommen sind. So, wir sind immer noch 13. Okay, ich denke mal, es müssten jetzt so ziemlich alle mal durchgefahren sein. Also das Waschbrett ist ein bisschen seltsam. Damit habe ich noch so ein bisschen Probleme. Platz 1! 13. Vorsprung! Alter, sehr nice. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich hier noch irgendwie... Alter, das verkacke ich richtig. Dass ich hier auf Hard sogar noch hier auf Platz 1 kam, aufs Podium, Podium sei ich schon. Auf die Pole Position. Aber nun gut, das geht wohl doch. Ist die Frage, die Runde habe ich jetzt eigentlich eh verkackt. Einfach in die Box gehen soll, ein bisschen vorspulen soll, mal gucken, was passiert. Wir immer noch vorne sind. Weiß nicht. Also hier müssen wir auf ein paar Sachen schon aufpassen. Ja, das ist zum Beispiel hier der letzte Sprung. Hier müssen wir dann nach innen am besten. Aber ich weiß nicht, der zweite Sprung. Der darf nicht mit Vollgas hier gemacht werden, weil die Landung sonst nicht passt. Hier das Waschbrett. Ich lehne mich immer nach hinten. Ich weiß, es schreiben immer viele, aber ich mache es ja auch. Also, aber manchmal passt es halt einfach wegen Geschwindigkeiten nicht oder hin und her. Ja. Zeiten bleiben noch gleich. Ui. Alter, voll in den Bogen hier. Ja, ich will mal sagen, wir schauen mal.
was die anderen so machen. Ein bisschen vorspulen, was passiert. Es passiert mal nichts. Sehr schön. Well, that will do it. Qualifying is now over for the 450 riders as the checkers wave over the finish line jump. Here's a look at the results. Let's see where the top riders finished. Alter, aber schaut euch das noch an. Cooper, 0,006 Rückstand. Und auch Platz 3 und 4 sind auch sehr nah dran. Sind noch sehr nah rangekommen dann ab 5. Da stand irgendwie so eine Glücke. Aber, Alter, es war schon noch knapp. Hi everybody, I'm Ralph Shaheen, alongside former Supercross Champion Ricky Carmichael with you for another round of Monster Energy AMA Supercross and FIM World Championship. Welcome to Arizona. The State Farm Stadium is already packed and the public is impatient. We are now just a few moments away from the start of the race. Get ready, it's main event time. He has the speed and the style that makes him a fan favorite. Ein Fan favorite. Okay, ich überlege mir gerade. Oh, schau dir mal hier die Strecke an. Ich finde so ganz links ist gar nicht so gut. Also wir starten ja in der Linkskurve rein. Ich denke mir aber, so hier ganz so außen ist gar nicht so geil. Ich würde fast irgendwo hier starten. Hier haben wir so eine relativ gerade Linie. Okay. Get ready. The gate is about to drop. Here we go. So, komm an, einfach ein guter Start. Wir haben eine gute Position. Den Rest müssen wir selber können. Alter, ich habe immer Schiss, dass ich zu früh loslasse und dann in dem Moment, wo ich loslassen will und denkst so, nein, das ist noch zu früh, denke ich mir so, scheiße, das wär's gewesen. Okay, schön gefahren war das jetzt nicht, aber es war mein Hole-Shot. Jetzt werde ich aber doch von ein paar Leuten überholt. Oh, gleich stützt einer auf mich drauf und dann haut es mich selber hin. Da muss ich aufpassen. Alter, wie viel sind vor mir? Ist ja gar nicht. 7, 8, 9. Okay. So, hier komme ich jetzt gar nicht so gut rein. Kann ich mal einen Drift hinlegen? Okay. Man hat halt auch gar keinen richtigen Platz zum Fahren. Aber ja, in Anaheim, also im ersten Rennen, war es fast noch ein bisschen schlimmer. Da waren wir ja relativ weit hinten oder so, aber da fand ich es noch kuscheliger. Alter, Qualifying bin ich hier immer zu weit gesprungen, jetzt war es fast zu kurz. Obwohl ich gar nicht vom Gas groß gegangen bin. So, was haben wir? Platz 5 oder 6. Einen haut's hin, sind wieder 5. Sind wir wieder 4? Nee, 5? Hab ich mich jetzt verzählt? Ich hab da gerade einen überholt. So, ja, aber langsam zieht sich jetzt ein bisschen auseinander. Man bekommt Platz. Oh, das war zu weit. Södle. Ah. Ja, jetzt sind wir hier. Oh, zu weit nach vorne, Alter. Das ist doch mies. Ich wollte schon sagen, wir waren vom Speed her nicht gut dabei, aber da hat es mich noch so mega nach vorne gehauen. Alter, ich komme hier gar nicht. Mal weg, Alter. Gibt's ja gar nicht. So, hier ist eigentlich wieder großer Haufen, schön aneinander. Aber okay, bis nach vorne ist noch ein Stück. Wir sind ja gut gefahren im Qualifying. Zeitentechnisch war ja auch ganz gut. Ah, jetzt habe ich hier den großen Hügel genommen. Das war gar nicht so geil. Nur so eine Absperrung. Schön übersprungen, aber auch geil, wer die wohl reingeschoben hat. Alter! Kann hier nicht fahren! So viel los! Platz 10, 9, keine Ahnung. Und die sind auch alle so auf einem Haufen, also alle so schön aneinander. Teilweise. Hier die blöde Kurve. Hier war die Anfangsgeschwindigkeit auch nicht so gut. Alter, lasst mich doch in Ruhe. Weißt du, ich werde auch überall rumgeschoben und rumgeschubst. Irgendwie nochmal was. Das gibt's ja nicht.
kann gar nicht richtig fahren. Oder muss so viel ausgleichen. Das gibt's ja gar nicht. Und dadurch werde ich auch teilweise so schlecht. Jetzt bin ich 14, hey. Gibt's ja gar nicht. So, come on. Jetzt aber. Ah, wieder fast ein bisschen zu schnell. Den einen haut's hin. Sehr schön. Aber dann werde ich gleich wieder von zwei überholt. So fast. Oder auch nicht. Von einer. Gibt's ja gar nicht. Was sind wir? 11 jetzt. Ja, Red Plate vor uns. Ist wirklich der auf 1 gewesen? Sagt mir gerade irgendwie gar nichts. Kann ich geschaut, wer eigentlich auf Platz 1 ist, aber muss ja er sein, wenn er das Red Plate hat. So, wie sieht's denn eigentlich aus mit der Zeit? Verbleibende Zeit? Fast eine Minute, ein bisschen weniger. Wir sind Platz 10, ey. Aber jetzt habe ich immer hier ein bisschen Platz zum Fahren. Gibt's ja gar nicht. So, ja, aber... Ja, vorne ist so ein bisschen auseinandergezogen, also... Da noch nach vorne kommen. Oh, schöne Landung! Richtig schön. Und jetzt geht auch hier der nächste Sprung ganz gut und der letzte auch. Er überholt mir sogar ein paar Leute. Der springt mich ja so in der Kurve. Okay. Das war doch jetzt mal richtig schön. Dafür war das Waschbrettrad richtig kacke. Alter, hier der eine. Gib mir auf den Sack. Fährt mir da im Weg rum. Alter. Alter, guck mal. Jetzt wirst du da rausgeschoben, Alter. Das Spielzeug, das ist doch unfair, ja. Wird da voll rausgeschoben. Alter, ich bin auch noch hier. Wir sehen mich, glaube ich, gar nicht. Boah, der Sprung war fast ein bisschen zu weit. Also die anderen waren ja gerade ganz cool. Waren richtig gut platziert. Aber der eine war fast zu weit. Oh nein, das war nicht so geil. Mal gucken, ob ich den Sprung schaffe. Okay, der geht sogar. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Dadurch, dass wir die anderen Sprünge so ein bisschen verkackt haben und auch langsamer dadurch waren. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den großen Sprung so gut schaffen. Alter, was war das gerade für eine Schräglage hier? Sehr schön. Zweimal hintereinander. Das ist ja mal schön mit anzusehen. Oh, den hat's hingehauen. So, Platz 8 oder 7, ich weiß es gar nicht, weil ich jetzt hier vorne war oder nicht. So, ah, verdammt. Ich weiß nicht, hier komme ich auch nie so richtig rein. Ich war jetzt auch nach der Kurve ein bisschen zu langsam, aber selbst wenn ich schnell bin, dann kriege ich ja nicht so einen richtigen Flow rein. In dem Abschnitt da. Ganz, ganz seltsam. Ich auf dem Vorderrad rumgefahren bin. Ist natürlich ein bisschen gefehlt, dass wir hier beschleunigen können. Alter, letzte Runde natürlich schon. Ja. Ah, aber jetzt verkacke ich ja noch. Der Platz 7. Okay. Also 2-3 Runden mehr. Ich glaube, die Top 5 oder so auch gut drin gewesen, aber. Na, 5 Fischer ist halt auch nicht so ideal, gell? Wo wir so schön gestartet sind, gibt's ja gar nicht. The checkered flag waves high in the air as this one is over. Here are the results from this hotly contested main event. Ja, ich will mal so spontan sagen, Platz 2 von der Bestzeit her, aber ja, insgesamt halt nur 6. Ja, am Ende des Tages sind wir Platz 1. Was? Ich bin im ersten Rennen Platz 2 gewesen, im zweiten bin ich Platz 6, insgesamt bin ich Platz 1. Okay, dann ist ja sehr vieles hin und her gegangen, wenn man sich überlegt, sogar mal Platz 1, Platz 2, Platz 5,
7, 8, 9 sind alle hochgegangen oder so. Der Davey Millsap war, glaube ich, Platz 1. Der ist schon nach unten gerutscht und so. Ja, doch sehr, sehr interessant. Ich wollte sagen, am Ende des Tages hat mir mein Holeshot eigentlich gar nichts gebracht. Ich glaube, in Runde 2 hatten wir, glaube ich, diesen Crash oder wo wir hingefallen sind. Wo man dann erst sagen kann, der hat uns vielleicht so ein bisschen auch das Genick gebrochen. Ansonsten wären wir vielleicht gut vorne gewesen. Wir haben uns ja noch teilweise nach vorne gekämpft. Bei dem Sturz war ich, glaube ich, weiß nicht, Platz 3, 4 oder so würde ich jetzt mal schätzen. Wenn ich hätte mich von da aus nach vorne gekämpft, wäre ich schon mal 1 geworden. Aber eigentlich ist doch egal, oder? Wir sind doch in der Tabelle Platz 1. Wir haben 2 Punkte Vorsprung, das ist natürlich nicht viel, aber interessant, dass doch so viel verschieden war. Muss man ehrlich sagen, also ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass wir jetzt auf Platz 1 vorgehen. Also ich dachte jetzt, wir sind so auf Platz 3 oder 4 runtergerutscht, aber ja, dann kann ich jetzt schön beruhigt schlafen gehen, oder? ja, ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Part wieder ein und bis dahin wieder schauen und reingehauen.